Israel hat den Libanon erneut angegriffen. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden fast alle hochrangigen Kommandeure der Hisbollah getötet, darunter auch der Generalsekretär Hassan Nasrallah. Die israelische Militärführung gab am Sonntag bekannt, dass Dutzende Ziele im Libanon angegriffen wurden, darunter Raketenabschussrampen und Waffendepots. Laut dem Gesundheitsministerium des Libanons wurden bei einem israelischen Luftangriff nahe der Küstenstadt Sidon mindestens 24 Menschen getötet. 21 Menschen wurden im Osten des Landes getötet. Dem Ministerium zufolge sind in weniger als 2 Wochen über 1000 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet worden. Israel führte weitere Luftangriffe auf Houthi-Ziele im Jemen durch. Einwohner der Hafenstadt Hodeida berichteten Medienangaben zufolge von Stromausfällen. Die Houthi-Miliz hat in den vergangenen 2 Tagen Raketen auf Israel abgefeuert.